Servus, Radfreunde. Wir haben jetzt Anfang Mai und gerade ideale Temperaturen, um Radtouren zu machen. Ich habe an dem Mittwochnachmittag frei und da habe ich mich spontan dazu entschlossen, eine kleine Radtour vor der Haustür zu starten. Eine Halbtagestour. Und im Schwarzwald gibt es neben den großen Flusstälern wie das Enztal und das Nagoldtal und das Murgtal auch noch kleinere Täler. Die gilt es zu erkunden für mich. Heute mal das Teinachtal, das kenne ich bisher auch noch nicht. Lediglich die Ortschaft Bad Teinacht-Saalfelstein, wo sich die sehr bekannte Krokuswiese befindet. Dort habe ich mal eine Rundwanderung gemacht. Aber das eigentliche Tal der Teinacht kenne ich noch nicht. Und deshalb mache ich mich auf von Dornstetten durchs Teinachtal. Das werde ich mit euch erkundigen. Ich habe die Kamera dabei. Und anschließend soll es nach der Radtour mit der Bahn zurückgehen, wieder nach Dornstetten. 60 Kilometer. Und den halben Tag habe ich dafür Zeit. Deshalb mache ich mich jetzt auf den Weg. Viel Spaß dabei. Wie die allermeisten Radtouren, die ich vor der Haustüre starte, beginnen die oben am Pfahlberg auf der Höhenlage. Dort gibt es Wege in alle Richtungen. Und heute fahre ich erstmal in Richtung Halbangen Sportplatz. Von da aus folge ich dann der B28 auf dem Begleitweg durch den Wald mitten in den Nordschwarzwald rein. Die Anfahrtsstrecke ist heute eben Bedingung, um das unbekannte Teinachtal zu entdecken. Vorbei geht's am Sportplatz in Halbangen und ab jetzt Radwege durch den Schwarzwald, durchgängig bis nach Pforzheim oder in die andere Richtung, in Richtung Villingen-Schwenningen, je nachdem, was das Herz begehrt. Da ich heute nur den halben Tag für eine Radtour zur Verfügung habe, habe ich mich entschlossen, die Rückreise mit der Bahn anzutreten, und zwar die Nagoldtalbahn in Bad Teinacht-Saalfelstein. Gibt es eine Haltestelle, da kann man in die Nagoldtalbahn einsteigen, bis nach Hochdorf fahren und von dort aus mit der Gäubahn zurück nach Dornstetten. In letzter Zeit bin ich das nur allzu oft gefahren, allerdings morgens als Anfahrt in Richtung Pforzheim. Heute mal andersrum. Ich habe einfach heute mal nach dem Mittagessen Lust gehabt, einfach loszuradeln, eine entspanntere Tour fürs Abwärts zu fahren. Und ich hoffe mal, dass ich dann auch mit der Bahn nicht ganz so spät wieder zu Hause ankomme. 60 Kilometer sind es heute. Auch ein paar Höhenmeter sind eingebaut. Überwiegend Kieswege durch den Schwarzwald. Und ich habe 5 Stunden zur Verfügung. Ich denke, da bleibt auch die eine oder andere Minute übrig, um mir am Wegrand die schönen Dinge anzuschauen und mit der Kamera festzuhalten. Die Anfahrt jetzt erstmal durch den Wald oberhalb vom Barfußpark bei Halbangen. Wie oft bin ich im Winter hier auf einer kleinen Winterradtour gefahren. Damals alles vereist oder matschig. Dieses Mal die Wege richtig staubtrocken, denn es hat die letzten 3 Wochen hier im Schwarzwald leider nicht mehr geregnet. Zwar gute Voraussetzungen für uns Radfahrer, aber der grünen Flora, der schadet es langsam. Es würde so viel mehr wachsen, wenn nur ein paar Tropfen Regen fallen würden. Anfahrt heute wieder eine Routinestrecke für mich in Richtung Seewald-Besenfeld.
auf dem Schwarzwald Panorama Radweg. Die fahre ich immer wieder. Die Alternative wäre durchs Murgtal zu fahren, anschließend bergauf oder im Nagoldtal zu fahren. Aber auf der Höhenlage gibt es eben den einen Radweg, der in Richtung Norden nach Pforzheim führt. Und den fahre ich sehr gerne entlang. Und auch wenn ich denn dieses Jahr schon ein paar Mal gefahren bin, ich freue mich heute wieder zu fahren. Dennoch erstrahlt alles hier in frischem Grün. Es blüht, es riecht. Und die Momente halte ich auch gern mit der Kamera fest. Im Herbst oder im Winter sieht es dann anders aus. Da wirkt das Ganze hier dann doch ein bisschen trostloser. Der Schwarzwald im Frühling und Sommer eben ideal zum Radfahren. Im Herbst und Winter gibt es dann andere Gegenden, die geeigneter sind. Der Holländerweg, auf dem vor zig Jahren Baumstämme hinab ins Murgtal transportiert worden zum Flößern, führt mich jetzt in Richtung der B294. Die muss ich noch überqueren. 22 Grad, leichter Sonnenschein, was möchte man mehr? Ich bin total glücklich, jetzt die Radtour am Mittwochnachmittag machen zu können. Ich bin auf der Radautobahn in Richtung Besenfeld, Pforzheim angekommen. Unter anderem verläuft hier der Mittelweg, der Schwarzwald-Panorama-Radweg. Und in den letzten zwei Wochen bin ich hier entlang geradelt auf dem Schwarzwald-Höhenweg West sowie Mitte. Heute geht es ausnahmsweise mal in Richtung Besenfeld und nicht nach Freudenstein. Wer den Nordschwarzwald bequem in Richtung Pforzheim durchfahren möchte, der kommt einfach nicht um den Radweg drumherum.
Ich halte den Namen Radautobahn in allen Ehren. Auf dem großen Kettenblatt geht's zügig in Richtung Seewald-Besenfeld. Links nebenan vom Radweg Smulgtal und momentan ziehen ein paar grauere Wolken auf von Richtung Rheintal. Es soll ein Wetterwechsel stattfinden, allerdings der Regen soll, wenn welcher fällt, erst morgen dann fallen. Mein erstes Drittel der heutigen Radtour habe ich schon bewältigt. 22 Kilometer in einer Stunde. Ich war relativ zügig unterwegs. Dazu noch ein bisschen Zeit zum Filmen. Und jetzt stehe ich oberhalb der Ortschaft Seewald-Besenfeld. Die werde ich jetzt gleich durchqueren und dann geht es weiter in Richtung Simmersfeld. Für mich noch eine relativ unbekannte Gegend. Bisher war ich jetzt dort einmal mit dem Fahrrad unterwegs. Und zwar, als ich auf dem Schwarzwald-Höhenradweg Mitte vor 2 Wochen unterwegs war. Den werde ich heute bestimmt mal wieder streifen oder entlangfahren. Aber ab Neuweiler geht es dann bei der Teinachquelle der Teinach entlang auf dem Radweg, den ich bisher noch nicht kenne. Da wird es spannend und da lasse ich mir dann auch Zeit. Mit meiner Vermutung lag ich nicht ganz falsch. Es geht weiter auf dem Schwarzwald-Panoramaradweg und Schwarzwald-Höhenweg Mitte in Richtung Seewald-Göttelbingen. Gerade bin ich an der Nagoldquelle vorbeigefahren. Ein kurzes Stück ging es gerade wieder auf dem Wegabschnitt entlang, der auf einer wenig befahrenen Landstraße entlang lief. Ebenfalls dort verläuft der Schwarzwald-Höhenradweg Mitte. Aber jetzt bin ich wieder in den Wald reingefahren. Ein Stück unbekanntes Terrain für mich. Das gilt es jetzt zu erkunden. Und es ist ebenfalls als Radweg ausgeschildert. Ganz wichtig, wenn so manche Strecke, die der Radroutenplaner Baden-Württemberg auswählt, die enden dann doch in der Sackgasse.
momentan bekomme ich jetzt auch wieder die Schwächen der Technik zu spüren. Mein Navi hat keinen richtigen Empfang mehr hier zwischen den hohen Tannen. Jetzt muss ich mich einfach auf die Radwegzeichen verlassen, die ungefähre Richtung, und hoffen, dass mein GPS bald wieder besseren Empfang hat. Die Abweichung teilweise 300 Meter. Da heißt es, auf die Karte zu schauen und jede Abzweigung beachten. Bisher auf der ganzen Strecke gut ausgebaute Radwege, die jetzt teilweise auch als Mountainbike-Radweg beschildert sind. Was für eine kleine willkommene Überraschung mitten auf meiner Radtour am Wegrand. Das sind die kleinen schönen Dinge, die die Radtouren und Wanderungen im Schwarzwald so abwechslungsreich und spannend machen. Direkt neben dem Wasserrad noch eine Unterstandshütte. Die lädt zum Verweilen ein. Ein Rastplatz für jeden Radfahrer oder Wanderer. Eine Unterstellmöglichkeit bei schlechtem Wetter. Allerdings, für mich ist heute eine Halbtagestour, die Zeit ist begrenzt und deshalb setze ich meine Tour jetzt hier fort. Parallel dazu verläuft auf dem Wegabschnitt der Siebenmühlenpfad, ein Wanderweg mit Raute gekennzeichnet. Oberhalb von dem kleinen Wasserfall, die Paradieshütte. Und der Name hier ist ganz zutreffend. Wirklich sehr schön, die Gegend hier rund um Fünfbronn. Auch die Paradieshütte möchte kurz erkundet werden.
sogar ein paar schöne Blumen hier. Stiefmütterchen. Hier wird sich alle Mühe gegeben, den Schwarzwald von seiner schönsten Seite zu zeigen. Irgendjemand hat sich's auch beim Glas Rotwein hier oben gut gehen lassen. Allerdings dann die Gläser vergessen. Richtig schön war es dort oben, aber leider habe ich keine große Zeit, um dort zu verweilen. Denn sonst verpasse ich heute Abend wirklich meine Zugverbindung zurück nach Dornstetten. Die Ortschaft Oberweiler bei Simmersfeld. Momentan habe ich auf den letzten paar Kilometern ein bisschen mehr Geschwindigkeit in die Radtour gegeben. Durch die vielen schönen Momente bei 5 Bonn habe ich einfach auch Zeit verloren. Ich habe das gemerkt, dass die Zeit mir davonläuft und ich möchte ja nachher auch noch das Zainachtal erkunden, da noch Zeit übrig haben. Und wenn ich sowas machen möchte, dann nehme ich dann immer so einen 10 km/h Schnitt an. Noch sind es 23 Kilometer, 2,5 Stunden. Ich muss noch eine Fahrkarte lösen und deshalb fahre ich jetzt noch ein bisschen zügig voran bis zur Teinachtquelle. Und ich denke, dann habe ich mir wieder ein Zeitpolster reingefahren und kann dann gemütlich der Teinacht flussabwärts folgen. Der Schwarzwald-Höhenweg Mitte. Den bin ich erst vor 2 Wochen entlang geradelt. Deshalb fahre ich hier jetzt mit 25 km/h entlang. Und nachher im Teinachtal wird es dann wieder eine gemütliche Radtour. Und ich schaue mir hoffentlich viel Sehenswertes an.
die Ortschaft Neuweiler bei Calw. Und hier hat die Tainach ihren Ursprung. Ich fahre jetzt mal ins Gebiet ihrer Quelle. Ein kleiner zusätzlicher Abstecher, aber der ist mir auf jeden Fall wert, wenn ich jetzt schon mal der Tainach entlang fahre. Eine Feuchtwiese, der Ursprungsort der Tainach. Ein ganz kleiner Bachlauf, kurz vorm Vertrocknen, und die Tainachquelle, die ist nicht mehr weit, noch ca. 50 Meter hier irgendwo im Gebüsch. Ich schaue mal, ob ich vielleicht einen kleinen Quelltopf finde. Ich folge dem Rinnsal. Auf Google Maps habe ich die Stelle in meinem GPS-Track gekennzeichnet, wo sich die Quelle befinden soll. Hier ist er, der Ursprungsort der Tainach. Aber dadurch, dass es die letzten Wochen im Schwarzwald nicht geregnet hat, kein sprudelnder Quelltopf, nur eine kleine stehende Pfütze hier noch. Leider kein spektakulär eingefasster Quelltopf mit irgendeinem Gedenkstein, auf dem Tainach-Ursprung steht. Aber wenigstens war noch ein bisschen Wasser vorhanden. Und dem kleinen Rinnsal folge ich jetzt flussabwärts. Es wird bestimmt bald noch eine stattliche Tainach werden, die dann im Nagoltal mündet. Jetzt geht es erstmal circa einen Kilometer zurück. Allerdings dieses Mal nicht mehr auf dem Trampelpfad, parallel dazu ein gut ausgebauter Waldweg mit Kies. Der erste Kilometer flussabwärts durchs Tainachtal und bisher richtig gut ausgebaute Radwege durch den Wald. Der Radweg folgt jetzt relativ direkt der Tainach. Die fließt nur 50 Meter weiter hangabwärts rechts. Kilometer dauert die Radtour durchs Tainachtal von der Quelle bei Neuweiler bis zur Mündung in die Nagold.
richtig schön hier. Und das Ganze erinnert mich ein bisschen an das Zinsbachtal direkt vor der Haustüre. Nur fließt hier rechts nebenan vom Wegrand nicht der Zinsbach, sondern die Tainach. Die Tainach 4 Kilometer weiter flussabwärts. Richtig schön hier im Tainachtal mit dem Fahrrad unterwegs zu sein und auch entspannend. Ganz langsam roll ich jetzt bergab durchs Tainachtal. Ich lasse mir wirklich jetzt Zeit, denn jetzt sind es noch 8 Kilometer, dann bin ich schon im Nagoldtal. Dort geht es zurück mit der Bahn. Aber auch die Radstrecke davor war schon sehr schön und deshalb wieder mal eine Radtour durch den Schwarzwald. Viel Neues gesehen, die ich jetzt dann ganz gemütlich ausklingen lasse. Die Landstraße, wo ich jetzt auch entlang fahre durch den Wald, ist relativ wenig befahren und führt nach Bad Tainach. Unterhalb vom Radweg kann man durch die Bäume die Mineralwasserfabrik in Bad Tainach erkennen. Die schimmert so ganz leicht blau durch. Von hierher kommt das Bad Tainacher Mineralwasser aus dem Schwarzwald. Ich stehe jetzt an der Ortschaft Bad Tainach, mitten oder schon fast am Ende vom Tainachtal. Noch 3,5 Kilometer, dann endet schon das Tainachtal. Und die werde ich jetzt auch entlang fahren müssen, denn in Bad Tainach direkt gibt es keinen Bahnhof. Der befindet sich ein Stück weiter außerhalb im Nagoldtal, direkt an der Mündung der Tainach in die Nagold. Links unterhalb vom Radweg jetzt auch ein Bad, wie der Name
Bad Hainach schon sagt, dieses hat die Ortschaft auch als Kurort bekannt gemacht. Ein richtig schönes Tal, das Hainachtal. Allerdings sind die Hochzeiten als Kurort im Ort Bad Hainach leider auch schon vorbei. Die letzten 3 Kilometer in Richtung Bahnhof folge ich direkt der Autostraße auf dem Begleitweg, ein Gehweg. Es gäbe alternativ noch die Möglichkeit, ein Stück weiter rechts auf halber Höhenlage zu fahren. Allerdings hätte ich dann nicht die Ortschaft Bad Hainach gestreift. Liebe Radfreunde, für die letzten 1,5 Kilometer bis zum Bahnhof habe ich mich doch noch für den Fuß- und Wanderweg entschieden. Ein Pfad, der durchs enge Hainachtal parallel zur Autostraße führt, aber weitaus ruhiger. Und auf dem möchte ich mich jetzt auch verabschieden. Es war wirklich eine sehr schöne Radtour durchs Hainachtal, auch wenn der eigentliche Abschnitt durchs Hainachtal nur 14 Kilometer lang war. Das Ganze davor bei 5 Bronnen, schon oberhalb davon auf dem Schwarzer Panoramaradweg. War richtig schön. Eine tolle Radtour durch den Schwarzwald. Und ich werde auch den GPS-Track hochladen. Jetzt drückt mir die Daumen, dass noch alles mit der Zugverbindung klappt. Und dann stehe ich um 6 Uhr abends wieder zu Hause.